Schauen, stöbern, kaufen. Wer einen ganz besonderen Hingucker sucht, findet auf der Grassi-Messe bestimmt das Richtige. 3 Tage lang läuft im Grassi-Museum die Verkaufsmesse für Design und angewandte Kunst. Dort präsentieren und verkaufen rund 100 Aussteller ihre Kreationen. Also sowohl die Bandbreite der Nationalitäten ist riesig, von Südkorea über Italien, viele Holländer, natürlich hauptsächlich auch deutsche Aussteller, aber auch die Gewerke, also sagen wir mal die Bandbreite, was hier gezeigt wird, ist riesig. Ob Glas, Textilien oder Keramik, hier wird fast jeder Kunstliebhaber fündig. Verschiedene Farben und Materialien machen die Ausstellungsstücke für Besucher jeden Alters interessant. Unsere Besucherstruktur geht querbeet vom Baby bis zum Greis. Also das kann man eigentlich gar nicht sagen. Also ich denke schon, dass das Hauptpublikum zwischen 20 und 50 ist. Kann man eigentlich nicht einschränken. Zu sehen sind viele kreative und moderne Werke. Für Arbeiten, die besonders herausragen, wurden 4 Preise vergeben. Der 1. Preis ging an Alexander Seitz aus Hannover. Ein Glaskünstler, der ganz verrückte Schalen macht, die auf Musikstücken basieren. Also er nimmt 8 Takte aus Musikstücken und nimmt die Amplituden, die Ausschläge als Form zugrunde und lässt flache Glasplatten im Ofen sinken und dadurch ergibt sich eine ganz tolle, bizarre Form. Meine erste Einzelausstellung, so einen Preis hier zu bekommen, ist eine große Ehre für mich. Ich war absolut perplex und überrascht, als der Bürgermeister meinen Namen gesagt hat. Nein, ich habe damit nicht gerechnet, absolut nicht. Neben ausgefallenen Unikaten gibt es auch Kleinserien. Alltagstauglich und voller Stil zugleich sind die Gestaltungstrends bei der Grassi-Messe 2012.